Hallo und Glück auf. Es ist wieder Zeit für einen Legenden-Talk. Erstmal möchte ich begrüßen Klaus Fischer, Rüdiger Bramstück. Hallo und Glück auf. Ihr beiden seid wieder da. Und heute nach 20 Spieltagen zum 7. Mal mit einem Dreier. Klingt erstmal gut, aber es ist natürlich ausbaufähig und viel zu wenig für Schalke. Trotzdem, Schalke hat gewonnen, das wichtige Spiel gegen Braunschweig. Wie habt ihr dieses Spiel verarbeitet? Ja, ganz wichtig natürlich ein Dreier, da brauchen wir nicht drüber reden. Wenn man die Situation anschaut, wo wir stehen, dann war der unheimlich wichtig, weil Braunschweig, hat man gesagt, naja, Braunschweig Vorletzter, aber die haben die letzten vier Spiele vor unserem Spiel haben die gewonnen. Und da war auch Kiel dabei, da kommen wir nachher noch drauf. Und deswegen, ich sage ja immer, auch diese zweite Liga, wenn man das anschaut, ja, Kiel verliert zu Hause gegen Braunschweig. In dieser Liga kann jeder jeden schlagen. Weil wenn du zu wenig machst, während den 90 Minuten, und der Gegner macht das, dann gewinnst du diese Spiele nicht. Das hat es ja gegeben, das gibt es ja in anderen Ligen, ja, ist ja das Gleiche. Und was wir immer auch gefordert haben und was der Trainer auch wahrscheinlich fordert, dass du von der ersten bis zur letzten Minute fighten musst, den Kampf aufnehmen, um die Spiele zu gewinnen. Und natürlich auch, wir haben gegen HSV dreimal Pfosten Latte getroffen. Ja, ein bisschen Glück gehört immer dazu. Beim Fußball, wie auch bei anderen Sportarten. Und ja, und jetzt gegen Braunschweig sind gut gestanden, haben wenig zugelassen, kann man fast gar nichts. Auch der Torwart, muss man sagen, hat eine Sicherheit mit reingebracht. Und ja, von daher war der Sieg hoch verdient. Aber was wir noch eventuell machen müssen, der Pass von Mukin war ja ein Traum. Traumhafter Pass, muss man so sagen. Und Karaman hat das vollendet. Aber so Situationen, wenn wir Bälle abfangen, dann muss er schnell nach vorne gehen. Das heißt, die vorderen Spieler, die müssten im Tempo gehen. Dann kann derjenige, der am Ball ist, einen guten Ball spielen. Nicht nur einer muss laufen, sondern mehrere, damit er die Möglichkeiten hat. Und entscheidend natürlich der Spieler, der am Ball ist, entscheidet dann. Das, wenn du das nicht machst, ist der Gegner, wenn du quer spielst, zurückspielst, der Gegner wieder hinten. Dann kannst du solche Bälle gar nicht mehr spielen. Und deswegen hoffe ich, dass wir Sicherheit gekriegt haben durch diesen Sieg. Ist ganz, ganz wichtig gewesen. Und was weiterhin kommt, ja, reden wir gleich drüber. Ja, da werden wir warten, was noch kommt, da hast du recht. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben also Autotalk gemacht und ich hatte dann im Autotalk gesagt, dreckiges 1-0 ist mir eigentlich am allerliebsten. Also ich hatte mich mal wieder hinreißen lassen, ein Ergebnis zu sagen. Und dann ist auch wieder das 1-0 jetzt hier gekommen, da muss man sagen, wo ich aber auch ein bisschen der Meinung bin, dass Braunschweig schon nicht schlecht gestanden hat hinten. Die haben in der Dreierkette sehr gut gestanden hinten. Die haben am Anfang also auch nicht so viel zugelassen, außer dass der Karaman einmal schön durchkam, erste Halbzeit und an der Latte knallt. Ja, sonst war jetzt auch nicht so viel, fand ich. Ich finde, das hat sich so viel im Mittelfeld hin und her, dass das Mittelfeld hat sich gegeneinander da bekämpft. Und na gut, zum Schluss, wenn du 1-0 gewinnst, wie der Klaus gerade sagte, Mörki. Aber für mich war auch ganz wichtig diesmal, dass der Mörki die linke Seite zugekriegt hat. Der hat gegen diesen Ritt Müller gespielt, diesen Rechtsaußen da, der für mich sehr schnell ist und der in den Spielen davor mir auch sehr aufgefallen ist, durch seine Sprints, über seine Flanken und, die immer sehr gut reinkamen und da auch viele Tore durchpassiert sind, der war komplett raus aus dem Spiel. Und auf der anderen Seite, Mathieu Nel hat ja ein bisschen Schwierigkeiten gehabt da,
Ja, aber das, wenn wir die Seite auch noch zukriegen, dann sehen die beiden Innenverteidiger dann natürlich auch ein bisschen besser aus. Das muss man einfach so sagen. Dieser Gomez da, der ist nicht schlecht gewesen, aber den haben die irgendwann schön verhaftet. Ja, und wie ist der andere noch? Pelovic oder Petrovic oder irgendwie so. Der war auch nicht zu sehen. Also die beiden Innenverteidiger haben dann also auch ihre Arbeit gemacht. Die brauchten also nicht nach außen sich irgendwie mal verschieben und den Gegner aus dem Auge lassen, ja. Also die haben dann wirklich quasi fast Mann gegen Mann gespielt und das hat auch gut hingehauen, fand ich. Und das defensive Mittelfeld war gut. Ja, aber du wirst nicht bei jedem Spiel und bei jedem Gegner die Seiten so zukriegen, ja, dass davon gar nichts kommt. Weil der Gegner weiß ja auch, wir müssen über außen kommen und wenn dann gute Flanken kommen, wird es für die Mannschaft dann immer schwer zu verteidigen, weil wenn du gut läufst, wenn du früher losläufst als Stürmer und so weiter, und deswegen hast du recht, die Seiten zukriegen, du vielleicht sogar nur einen mehr dazu schieben, wenn es nötig ist, dass wir haben nichts zugelassen, die Chancen, die waren minimal von Eintracht Braunschweig und verdienter Sieg, ja, Karaman wieder. Ja, Klaus, ich glaube aber auch, weißt du, so Kaminski hier zum Beispiel, was wir ja in der letzten Woche diskutiert hatten, ob der jetzt spielt oder nicht spielt, der hat jetzt gespielt, kriegt seinen Vertrag, der wird jetzt sowieso weitergemacht, egal wo, der kriegt seinen Vertrag. Ich glaube, dass das für ihn auch ganz wichtig war, dass der gespielt hat und weiß jetzt, okay, die Zukunft ein Jahr weiter ist für meine Familie gesichert und. Und man hat auch ein bisschen gesehen, dass der auch ein bisschen erleichtert war. So habe ich den Eindruck gehabt, ja. Und du hast ja gesehen, einen schönen Kopfball gemacht, der hätte ja auch passen können. Torwart super gehalten. Nur wie gesagt, jetzt sieht man, dass die so ein bisschen Selbstvertrauen haben. Ich will das Spiel gar nicht gut reden. Ja, es war kein schönes Spiel. Aber das war für mich auch scheißegal, auf Deutsch gesagt. Für mich ging es nur darum, unten rauszukommen. Und wenn wir mit 1-0 gewinnen, dann gewinnen wir 1-0. Und wenn wir auswärts jetzt sind und gewinnen auch nur 1-0, dann ist es nun mal so. Aber die Mannschaft hat mal ein Gesicht gezeigt und hat gesagt, wir müssen hier fighten. Und das haben sie gemacht. Auch das ganze Mittelfeld hat gefightet, das muss man wirklich sagen. Und wo das Mittelfeld von Braunschweig nicht schlecht ist, also mit Krause und was weiß ich, wen die da noch alles drin hatten. Also das war schon ein paar gute Jungs und die haben die aufgefangen. Und deswegen glaube ich, dass wir da in die Zukunft gucken können, wenn wir so spielen, dass wir hinten gut stehen, außen dicht machen und vorne mit drei guten Jungs spielen, die eventuell auch immer ein Tor machen können. Ja, was hat sich denn verändert? Also Trainer Karl Gerhardt hat 6 Änderungen vorgenommen vor dem Spiel. Aber ja, ist erstmal das Ausschlaggebende? Ich glaube erstmal, dass es, nachdem Karaman ja auch gesagt hat, ich glaube, einige wissen überhaupt noch nicht, dass wir um Abstieg spielen. Ich glaube, dass da diese Gespräche geführt worden sind in der Woche. Und der Trainer dann wohl auch gesagt hat, Jungs, pass mal auf, so funktioniert das nicht. Ich kann mir das nur vorstellen. Also wenn ich da sitzen würde, würde ich sagen, pass mal auf, was du hier spielst, das geht so nicht. Ja, also diese Einzelgespräche sind manchmal Gold wert, aber man muss natürlich auch die goldene Mitte finden, um denjenigen jetzt nicht runter zu pushen, sondern nach oben zu pushen. Und das sind ja meistens so Gespräche. Und ich habe den Eindruck, dass einige in ihrem Kopf jetzt langsam anfangen zu überlegen und sagen, du, wir spielen hier für Schalke und nicht für Braunschweig, für Osnabrück. Und das sehen die da jeden Samstag, dass hier 60.000 hinkommen. Also wenn sie das nicht endlich kapiert haben, dass sie in einem großen Verein spielen und auch die Leistung danach sein muss, ja, aber dann haben sie bei uns nichts zu suchen. Wichtig ist, Karaman ist jetzt nun mal ein Führungsspieler geworden. Ich habe einige Tore vorbereitet, Tore selbst gemacht. Und wenn er das sagt, wird das schon Gewicht haben, auch innerhalb der Truppe. Und ich meine, dass wenn sie sich das Spiel nun mal anschauen, da werden die ja sehen, wie es gehen muss. Und da spielt der Gegner überhaupt keine Rolle. Ob der oben steht, unten steht, spielt keine Rolle. Du musst fighten. Du musst kämpfen, erst bis zur letzten Minute. Und, das haben wir jetzt gestern auch wieder gesehen, weil ich gucke ab und zu meinen Enkel zu,
haben wir gegen gleichwertigen Gegner 4-1 verloren. Warum? Weil die so viele Fehler gemacht hätten. So einfache Fehler, wenn du die machst, dann gewinnst du kein Spiel. Ob du Landesliga spielst, ob du Bundesliga spielst, ist so. Ja, das bestätigt sich immer wieder, wenn die Fehler gemacht werden. Was hast du da als Opa gesagt beim 4-1? Gar nichts. Erst heute. Und dann habe ich den HSV gesehen, wo wir die Innenverteidigung komplett raus war, als der Ball reinkam. Und das so ein kleiner macht das Tor. Das sind Klaus, Fehler. Den Ball abklatschen lässt, das sind Klaus, Fehler. Da muss ich dir widersprechen. Da sind die auch über außen gut durchgekommen. Aber die haben über Flanken außen, diesmal waren doch kaum Flanken gewesen. Die kamen außen nicht durch. Und das muss man einfach sagen. Und das ist doch aber das, was wir die ganze Zeit schon gesagt haben. Kommst du über außen durch, hast du Schwierigkeiten. Ja, aber wenn keiner da ist, hat der keine Schwierigkeiten. Aber wenn einer da ist, dann köpft der vor dem den Ball weg, der steht auf fest. Ja, stimmt. Deswegen müssen sie sich besser hinstellen, um die Bälle mitzukriegen. Ja. Gefundenes Fressen wäre der. Das Spiel lesen können. Ja. Natürlich kann auch, wenn ein guter Stürmer da ist, und der Ball kommt gut rein und der bewegt sich früher als der Abwehrspieler, dann hat er auch die Möglichkeit, ein Tor zu machen. Das war ja Beispiel. Deine scheiß Flanken, die gekommen sind, haben mich auch besser bewegt. und hab dann mal ein Tor gemacht, aber auch nie, wenn er mal eine gute Flanke kam. Also das sind so Situationen, ja, die kann man nicht voraussehen. Und das muss sich ergeben im Spiel, aber nochmal, für uns war es wichtig, dass wir gut standen, dass wir gefeitet haben und so gut wie keine Fehler hinten gemacht haben. So, und vorne machst du mal ein Tor und dann gewinnst du die Spiele. Gab aber ein paar Situationen, wo sie nicht so recht wussten, wohin mit dem Ball. Ist das der Kopf? Ist das die Angst, Fehler zu machen? Ja, natürlich. Natürlich, der Druck ist ja immer noch da gewesen. Darfst du ja nicht vergessen. Also es ist ja nicht so, als wenn du jetzt sagst, wir führen 5-0, dann läuft das alles von alleine, ganz geschmeidig. Dann nimmt jeder einen Ball an, wo normalerweise der Ball wegspringt. Das ist immer so im Fußball. Das hat was mit Selbstvertrauen zu tun und Vertrauen in dir selber. Aber wenn du natürlich nicht hundertprozentig dabei bist und du hast vielleicht ein, zwei Fehlpässe geschlagen oder gespielt, bist beim Dribbling hängen geblieben, klar fängst du an zu überlegen und sagst du, Mann, wie komme ich hier vorbei oder so. Aber das ist in dem Spiel, habe ich so den Eindruck gehabt, nachdem auch viele Pässe gut ankamen, waren die Leute im Mittelfeld, die haben dann ihre Arbeit gemacht. Ja, Seguin hat ganz gut gespielt für mich, kam manchmal ein bisschen zu weit nach hinten, weil dann holt er sich zu weit die Bälle, dann ist der Weg von da, wo er den Ball kriegt, bis zu den Stürmern, fast 50 Meter, ist ein bisschen zu weit. Außer wenn du einen langen Ball schlägst, dass du eben sagst, Terodde nimmt ihn an und nimmt den zweiten Ball für die beiden Jungs. Aber das ist, wenn man da nicht einstudiert hat, dann Wichtig ist auch, gerade wenn ich im Mittelfeld den Ball bekomme und guck nach vorne schnell und keiner bewegt sich, wird es für denjenigen schwer. Deswegen musst du dich bewegen, dass er die Möglichkeit hat, nach vorne zu spielen. Ich habe auch mal zu einem jungen Spieler, den habe ich auch mal gesagt, pass auf, ich trete dich in den Arsch, wenn du den Ball annimmst und erst nach hinten guckst und nicht nach vorne, weil nach hinten kannst du immer noch spielen. Ja, aber da musst du doch Kopfschmerzen gekriegt haben auf der rechten Seite. Also ich bitte dich, aber der hat den Ball gekriegt und hat gar nicht erst nach vorne geguckt, der hat sofort nach hinten wieder gespielt und hat ungefähr 30 Mal. Ja. Also Marciani ist für mich ein Spieler, ich weiß nicht, was der denkt. Ja, entweder traut er sich nichts zu, der ist schon meiner Ansicht nach, finde ich den gar nicht so langsam. Ja? Aber dann muss ich doch mal mindestens einmal probieren, an dem vorbeizukommen. Weil, ich glaube, dieser Donko oder wie der hieß auf der linken Seite, der war ja jetzt auch nicht so eine Blitzbirne, dass du sagst, der ist super schnell. Ja, sondern das war einer gewesen, typischer Linksfuß. Gehst zweimal nach innen rein, steht der falsch, bumm, gehst nach außen. Aber das vermisse ich so ein bisschen an dem. Ja, der hat so viele Möglichkeiten gehabt, nach vorne zu gehen und spielt immer wieder zurück. Ja. Ich weiß nicht, also ich kann mir nicht vorstellen, dass der Gerrits ihm dann sagt, spiel den Ball wieder zurück. Naja, also, aber wir haben ja jetzt einen neuen. Mal gucken,
ob der durchmarschiert. Und wenn das passiert, dann glaube ich schon, dass da von beiden Seiten ein bisschen mehr brennt. Ne? Ja, du siehst ja immer die guten Mannschaften. Die haben zwei, spielen in der Viererkette und haben zwei Außen, die nach vorne spielen können, die vorbeigehen können und eine gute Flanke zu schlagen. Ja? Und das brauchst du. Ja. Weil sonst, wenn von da nichts kommt, durch die Mitte und so weiter, ist es immer schwierig zu kommen. Das Einfachste, weil da ist noch am meisten Platz, ist über außen. Ja, aber das müssen Sie dann mit dem Marciani mal sagen. Also Junge, probier doch mindestens mal. Da muss ich in dem Training zu zwingen, den Kopf nicht nach hinten zu machen, sondern den Kopf nach vorne zu haben. Der hat doch richtige Möglichkeiten. Das heißt doch, wenn ich außen nicht vorbeigehe, kann ich doch immer noch nach innen laufen. Und ich laufe und laufe und laufe, bis der nächste Mittelfeldspieler kommt, dann kann ich ihn anspielen. Aber doch nicht immer wieder 40 Meter zurück, 30 Meter zurück. Die beiden Jungs, die da hinten stehen, die gucken sich auch an und sagen, spielt er mich schon wieder an? Geh doch mal nach vorne. Das ist ein Problem. Dann hast du quasi so eine Seite rechts frei, Klaus, und dann spielt er den aber trotzdem zurück. Und dann fängt das Spiel wieder von vorne an. Das heißt, wieder musst du eine Lücke suchen und. Du musst außen auch probieren, durchzukommen. Und wenn ich hängen bleibe, bleibe ich eben hängen, probiere ich beim nächsten Mal nochmal. Aber immer das einfachste Spiel ist, das könnte ich heute auch noch spielen, wenn ich einen Ball kriege und brauche nicht vorbeilaufen, 40 Meter zurückspielen. Das kannst du auch spielen. Also das ist ja das einfachste Spiel. Yeah. Aber du musst doch irgendwann mal einen Arsch in der Hose haben und sagen, ja, jetzt laufe ich mal durch. Jetzt ist mir scheißegal, wenn ich hier hängen bleibe, bleibe ich hängen, kriege ich einen Einwurf. Oder was weiß ich. Ja, aber immer dieses Einfache. Ja, ich habe auch gerade gesagt, jeder Querpass und jeder Rückpass ist tödlich. Weil der Gegner hat es dann einfach. Er formiert sich wieder, mache ich das nicht, dass dann schneller vorne geht, ist er nicht formiert und da entstehen Lücken. Für meine schnellen Leute. Ja, du siehst, ein vernünftiger Ball, zack, Karaman, zup, eins ja, gegen eins. Das war ein typisches Beispiel. Klatsch, Tor. Ja, aber dann ist auch, der Mucki ist ein bisschen vor und dann hat er gesehen, zack, der spielt ihn. Aber wenn du, man muss das Spiel vor sich haben. Und das hat er leider nicht auf seiner rechten Seite. Der guckt immer nur, wenn er Ball kriegt, das erste ist nach hinten. Ja, und das ist dann für mich zu wenig. Und ich weiß nicht, also der hat nicht schlecht gespielt, der Junge, der gibt immer das Allerletzte, der kämpft und macht, ich kann ihm ja nichts vorwerfen. Nur, ich werfe ihm was vor, entweder kann er es einfach nicht, dann ist er überfordert, dann muss man eben so ihm spielen lassen, wie er eben kann. Ja, und du weißt, früher hatten wir auch so einen Experte mit dem Hatte Huse, ja, der hat ab der 85. Minute hat er angefangen hinten zu zittern und der Ivi Djovat hat immer zu ihm gesagt, Hatte, nicht zurückspielen, nicht querspielen, also bloß nicht, aber auch so ein Spezialist, der hat dann auch immer quer gespielt und dann haben wir meistens richtig Theater gehabt hinten und mussten richtig schwimmen, dass wir dann nicht noch einen reinkriegen, aber okay, so ist es nun mal, wir haben ja noch einige Alternativen. Ja, mit dem neuen, wie heißt er nochmal? Soppi, ja, da bin ich mal gespannt, was das für einer ist. Ja, ich habe den da nur beim Warmlaufen gesehen, ist kein stabiler Großer, sondern kleiner. Ich habe nur gehört, dass er in der Defensive nicht so gut sein sollte, aber wenn er in der Offensive 5, 6 Flanken reinschlägt und wir machen 2 Tore, dann ist mir das doch egal. Lass uns über eine Position sprechen, die weiter vorne ist. Viele haben sich gewundert, Simon Terodde hat den Vorzug erhalten. Viele haben sich aber gewünscht, dass Top von Anfang an mal spielt, mit Kenan Karaman in der Spitze. Habe ich hier auch stehen. Hast du das stehen? Was hast du da notiert? Also ich hab also auch, wenn ich ehrlich bin, fürs Auswärtsspiel war ich jetzt am Überlegen, sollte Terodde spielen lassen oder Top, weil Top ist doch schon ein bisschen geschickter. Und ich glaube, wir müssen auch in Kiel schauen, dass wir durch die Gassen spielen. Und da haben wir jetzt nur ein, zwei, die ein bisschen schneller sind. Und wenn man das durchkriegt, dann glaube ich, dass es da gefährlicher ist als mit Terodde als stehenden Mittelstürmer, glaube ich. Ja, weil da bin ich, aber ich weiß ich nicht, das ist vielleicht, du hast vielleicht eine andere Meinung. Nein, ja. Ich will niemanden Vorschriften machen, aber die Überlegung ist mal die, wie spielst du in Kiel?
stehst du kompakt, machst das eng, dann brauchst du, wenn du mal einen Ball abfängst, schnelle Leute, um schnell nach vorne zu spielen. Und da bleiben nur zwei über. Hast du aber, liegst du hinten oder musst du was tun? Dann musst du dich weiter nach vorne schieben und musst dann einen Mittelstürmer reintun, der dann auch über Außen Flanken und Tore machen kann. Und welche schnellen Leute hast du? Da brauchen wir auch nicht drüber reden, wer da vorne spielen soll. Aber der hat ein anderes großes Problem. Im Moment, ist der Ball nicht sein Freund. Ja, er ist schnell, aber wenn er am Ball ist, lass mich, er ist schnell, aber wenn er am Ball ist, kriegt er seine Probleme. Und da muss er arbeiten, da muss er Tag und Nacht arbeiten, auf Deutsch gesagt, dass er sich da verbessert. Und man kann sich verbessern. Also für mich ist das nicht der Erste, den ich spielen lassen würde, das ist immer einer, den ich reinschmeißen würde. Der macht mir zu viel Fehler, Klaus. Nee. Also wenn ich den reinschmeiße, so wie jetzt, vielleicht kurz vor Schluss. Wir kriegen ja genug Räume in Kiel, da bin ich überzeugt von. Und aber da in die Räume reingehen, mit Schnelligkeit und schnelle Passfolge, da kriegt er die Möglichkeit, bin ich überzeugt von. Aber wenn ich wieder Spieler reintun, die keinen Meter steil gehen, weil ohne steil aber gehen, wenn da Flanken reinkommt, wo hast du denn so mit was köpft der? Welche Flanken denn rein? Ja, egal. Kommen denn nicht rein? Wenn die spielen, was ich gerade gesagt habe, dann ist das Spiel anders, als wir uns das vorstellen, über außen. Wenn ein Terode oder ein Top, wenn der spielt, dann musst du über außen kommen, weil die können keinen weglaufen. Dann musst du anders spielen. Aber wenn du den Raum hast und Kiel muss was tun, die haben gegen Magdeburg schlecht ausgesehen, die haben gegen Braunschweig verloren und so weiter, die müssen was tun. Und du musst kompakt stehen, musst die Bälle erobern und schnell in die Tiefe spielen. Und da brauchst du schnelle Spieler. Da kann mir einer erzählen, was er will. Ist doch meine Meinung. Ich kann, wenn ja, gut, mir Top andere ist, Top was ist erklärt, auch nicht so okay, langsam, aber das ist meine Meinung. Ja, Top ist jetzt nicht so langsam. Ne? Also den kannst du schon spielen lassen vorne. Mit Karaman zusammen. Karaman ist jetzt nicht diese sogenannte richtige Spitze. Der zieht sich ja immer ein bisschen zurück und guckt dann eben, dass er da aus der zweiten Reihe so ein bisschen was machen kann. Ja, aber er hat gesagt, und ich habe es gelesen, dass er vorne am liebsten spielen würde. Weil da bietet er die Möglichkeit, dass er dann zum Torabschluss kommt. Das hat man ja gesehen. Ja, durch diesen super Pass von Murkin, ja, und dann kann er an einem schnell vorbeigehen, das hat er ja drin und abschließen. Ja? Ja, ja. Das hat er aber im Mittelfeld nicht. Ich will damit auch nicht sagen, dass er im Mittelfeld spielen soll, sondern ich habe immer den Eindruck, dass der trotzdem sich immer so ein bisschen rauszieht. Kann er ja. Und dann probiert er mit seinen Sachen, die er kann, so wie bei dem Tor, so mit seinem Innenriss, die Dinger so zu schlagen. Wenn du zu weit vorne bist, hängen natürlich sofort immer zwei Leute an dir dran. Die sind ja auch nicht blöd mittlerweile. Die haben auch gesagt, wie viel Tor hat der jetzt gemacht? 7, 6? Weiß ich es gar nicht. 7? Der Rodde? Ja, nicht der Rodde, Karaman. 6. Ja, dann wissen die doch auch mittlerweile, das ist der Gefährlichste. Und da müssen wir schon ein bisschen drauf achten. Ja? Aber wenn der zu weit vorne ist, Klaus, du weißt selber, dann ist das schwierig. Dann kommt von der Seite vielleicht mal noch einer. Du kannst dich doch, wenn du mit zwei Spitzen spielst, du kannst dich ja überall rumtreiben. Ja, das liegt an dir, wo du dich hinbewegst. Ja, ich will nicht immer von früher sein, aber ich habe auch mit Alois vorne beim 1. FC Köln zusammen gespielt. Ja, da bin ich links, rechts, raus, überall. Was du gar nicht wolltest, ne? Was du gar nicht wolltest. Naja, aber ich kam. Ja, ja. Wenn keiner da war, dann musste ich umstellen. Und das habe ich getan. Ja, ja. Und so ist das doch auch. Wenn wir zu Hause spielen und sind in der Offensive, der Gegner macht das, da brauchst du solche Leute wie Terode und Top. Ich glaube aber trotzdem, dass es schwierig wird in Kiel, auch wenn Kiel zurzeit auch schon ein bisschen das Wasser bis zum Hals stehen hat. Da muss man auch sagen, nach der guten Serie, die sie hatten, und dann in der Rückserie haben sie eigentlich bis jetzt auch nicht gut gespielt. Und ich kann mir gut vorstellen, dass da auch
so ein bisschen der Baum brennt, weil die glauben, auch schon in diesem Jahr aufzusteigen. Also davon bin ich fest überzeugt. Und wenn du natürlich so eine Position hast, wie die jetzt hatten, und du verlierst ein, zwei Spiele, sind die natürlich auch ein bisschen verunsichert. Vielleicht ist das für uns eine Chance, aber ich glaube es trotzdem, dass es ein schwieriges Spiel ist. Ja, und dann kommt das wieder zum Tragen, gegenhalten. Gegenhalten gegen diese Mannschaft, die nach vorne spielen will, muss ja noch zu Hause nach vorne spielen. Gegenhalten, Zweikämpfe gewinnen und schnell nach vorne spielen. Gut. Eine Position sollten wir aber noch drüber sprechen. Torhüterwechsel, gute Entscheidung? Ja, also ich fand die Entscheidung super, nur ich fand sie ein bisschen zu spät. Meiner Ansicht nach, wenn ich im Trainingslager bin und nehme die Torhüter mit, dann sehe ich, wer für mich die Einzige ist und wer nicht. Also also das verstehe ich nicht. Also das ist so, den Fährmann nimmt man jetzt raus, er kommt rein, hat auch gut gehalten, davon ab, kein Thema. Er hat aber vorher, war ja auch Stammtorwart als Erster, dass das auf die ersten beiden Spiele nicht passiert ist, das wundert mich ein bisschen. Also entweder war der körperlich dann wirklich nicht fit, was ich mir aber nicht vorstellen kann, weil wie der hier gehalten hat und wie der sich da reingeschmissen hat, eine Situation, also wie der denen entgegengegangen ist. Und was ich an dem Möller gut finde, ist, das muss unsere Truppe mal in ihrem Kopf reinkriegen, wenn der den Ball hat, der will ihn schnell nach vorne schmeißen. Nur es sind leider bei uns so ein paar Traber, die gucken gar nicht und das ist eigentlich schade. Weil das könnte man, damit könnte man schnell, ganz schnell das Mittelfeld überbrücken mit einem weiten Wurf und dass man dann vielleicht den einen oder anderen mal zum 1 gegen 1 kriegt. Also das kann der richtig gut und das finde ich klasse an dem. Und dass er eben, der redet viel, der spricht viel, das sieht man und die Jungs hören. Ich weiß nicht, beim Ralle habe ich immer den Eindruck, der ist zu still, der sagt nichts. Ja gut, die haben... Jeden Tag beim Training sind sie dabei, sie sehen das, der Trainer hat so entschieden aus. Ja. Gut. Also bleibt er erstmal im Tor wahrscheinlich, ja, also gibt es keinen Grund zu wechseln. Nein, also wechseln auf, ich würde sowieso jetzt nicht sagen, du weißt, ich bin immer dafür, wenn eine Mannschaft gewinnt, soll man die eigentlich spielen lassen. Also wir haben uns ja gerade jetzt mal unterhalten vorne, wen man da wechseln sollte. Ich würde sagen, einfach jetzt mal durchspielen lassen. Dass sie sich einspielen, ja. Und ja, vielleicht ist der Rolle, vielleicht macht er mal einen Tag so und dann knallt es wieder bei dem. Ja, hoffen wir ja alle. Deswegen würde ich würde die Truppe jetzt so stehen lassen. Gewonnen ist gewonnen. Gewonnene Mannschaft reißt man nicht auseinander. Das haben sie hier schon ein, zwei Mal gemacht und das komplett in die Hose gegangen ist. Naja, gegen Kiel wird wahrscheinlich aber auch Neuzugang Supi eine Chance bekommen. Ja gut, das ist ja okay, das ist ja nur ein Positionswechsel, aber das ist ja jetzt nicht so eine Auswechslung, wo ich jetzt sagen würde, der ist viel schlechter als der andere. Ne? Also, ne. Wenn du wirst nie auswärts, wenn du auswärts spielst, so viele Torschancen kriegen. Die zwei, drei Torschancen, die musst du nutzen oder zwei, ja. Und da gehst du vielleicht als Sieger nach Hause. So ist es nicht, dass Kiel eine wahnsinnig gute Truppe ist, dass du die nicht schlagen kannst. Ja. Durch viel Arbeit, durch Kompaktheit, mit Mut, kannst du auch in Kiel gewinnen. Ja. Damit ist die letzte Frage beantwortet. Braunschweig hat es ja gezeigt. Ja. Die haben es gezeigt. Also, Schalke hat Chancen in Kiel. Und wir sehen uns dann und hören uns dann nächste Woche Montag wieder. Dankeschön, Glück auf. Alles Glück auf, Freddy. Ja, ciao. Glück auf.